Liebe Frau Sigrid Mauer, was fällt Ihnen eigentlich dazu ein, oder? Wenn sich die anderen Regierungsmitglieder gegen die Impfpflicht aussprechen, haben Sie, bitte tun Sie mir einen Gefallen, nichts zu kamellen. Oder sind Sie jetzt die Mütter der anderen Regierungsabgeordneten? Wohl nicht. Und dass die Impfpflicht hier nicht rechtens ist, das müssen Sie auch einsehen. Weil es ist ein Witz, ne? Das ist ein Witz, dass sie jetzt auf andere Regierungsmitglieder losgeht, gehen. Wenn man schon sagt, die Impfpflicht bringt nichts, dann ist es eben so. Da können Sie sich aufregen, was Sie wollen. Und liebe Frau Maurer, auch wenn Ihre funkelnden Augen irgendetwas sagen, sagen meine funkelnden Augen etwas, und das heißt abschaffen, weil andere EU-Länder haben die Maßnahmen ganz abgeschafft. Nur Sie und Ihr Herr Mückstein trampeln hier noch weiter an die Corona-Verordnungen herum, die eigentlich nicht mehr aufrechterhalten bleiben können. Und Sie wissen ja, was ich von einer Impfpflicht halte. Wenn alles auf Freiwilligkeit ist, in Ordnung, aber Zwang, nein. Ich hoffe, Sie kapieren es endlich und hören auf, die Menschen zu segieren, weil da gibt es jetzt wirklich keine Diskussion.